ein sympathischer Kontrapunkt. Das soll jenen Menschen in der Steiermark, die vor 2 Jahren geweint haben, die 32 Jahre mitgezittert haben, etwas geben. Eine Erinnerung an den Jörg in der Steiermark. Ich glaube, das Buch ist auch wunderbar illustriert. Es kommen ausschließlich Fotos vor von Jörg Haider in der Steiermark. Im Übrigen, uns war es auch wichtig, dass die Familie in Lannach noch unterschiedliche politischen Freundschaften, die er gepflegt hat, zu Martin Bartenstein, genauso wie zu Fritz Grillitsch. Es ist ein buntes Potpourri, Michael Schmidt, Harald Fischl. Es haben für dieses Buch sind einige prominente Steirerinnen und Steirer über alle Parteigrenzen hinweg interviewt worden. Das ist der Marina Soral gelungen, darauf bin ich auch besonders stolz, weil es uns auch wichtig war, weil es mir wichtig war, es ist nicht herausgegeben vom BZÖ. Ja. Es ist von mir als Privatperson gemeinsam mit der Autorin entwickelt. Es ist kein BZÖ-Propagandabuch, ja, steht nichts BZÖ drinnen oder sonst was. Es war mir wichtig, dass es auch eine Bandbreite gibt. Es ist Claudia Haider interviewt worden, Ursula Haubner, Günter Ziesel, Gerhard Hirschmann, Michael Schmidt, Harald Fischl und viele andere Steirerinnen und Steirer auch. Es sind Zitate von Jörg Haider über Steirer. Das liebste und prominenteste Zitat Jörg Haiders über Erzherzog Johann. Ein absolutes Vorbild für mich ist der Erzherzog Johann, der als Präsident der Paulskirche der verfassungsschöpfenden Versammlung des Jahres 1848, obwohl er einem Herrscherhaus entstammt ist, als Revolutionär aufgetreten ist, der in seinem Heimatbereich in der Steiermark Sozialrevolutionäres geschaffen hat und von dem letztlich Österreich bis heute zehrt und der ja auch im Herrscherhaus in Wien nicht gut gelitten war, weil er eben Reformideen vertreten hat. Diese Persönlichkeit hat mich immer fasziniert, hat mich auch immer interessiert. Ich habe auch viel gelesen über ihn. Das sind Reformgeister, die auch Dauerhaftes schaffen. Und das ist ein buntes Potpourri, eine Hommage, ein gutes Bindeglied zwischen den Steirerinnen und Steirer und den Jörg Haider, so wie sie ihn kennengelernt haben. Und wir sind eigentlich recht stolz darauf. Vor allem, es beleuchtet den Jörg nicht aus der politischen Sicht, sondern so wie die Leute gesehen haben, als Mensch. Und mir war es wichtig, den Menschen Jörg Haider einmal hervorzuheben, beziehungsweise ich habe ihn auch kennengelernt. Das ist so ein bisschen meine Dankbarkeit über die vielen privaten Gespräche, die wir geführt haben, die ich als Journalistin auch mit ihm geführt habe. Ich bin freie Journalistin und habe natürlich versucht, jetzt einmal das Bild so zu zeigen, wie er als Mensch war und wie die Leute ihn gesehen haben und welche privaten Erinnerungen sie an ihn haben. Und das ist auch in das Buch eingeflossen. Also politische Bücher gibt es genug, aber eine Hommage an ihn, wie er in der Steiermark war, wo er ja keine politische Funktion hatte in dem Sinn, sondern als Privatmensch auch unterwegs war, das wollte ich aufzeigen damit. Und so ist es, ich hoffe, auch gelungen. Gibt es Fragen dazu? Nur wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen. Es sind noch einige Sommerwochen, 3 Wochen, da kann man es vielleicht beim Schwimmen ein bisschen lesen, ein bisschen Doodle schauen oder was auch immer. Ich danke jedenfalls für Ihr Kommen, wünsche viel Spaß beim Studium des Buches, Pressekonferenz ist somit beendet. Thank you.